Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Deponia Doomsday. So, ich habe währenddessen nochmal kurz offscreen die beiden Datasetten geholt, also die andere. Okay, dann schauen wir jetzt mal, was können wir hier machen? Wir wollen ein Partytier. Mal schauen, was wir hier haben. Datasette 1, das ist der Wolpertinger oder wie der heißt. Zolpertinger. Okay, haben wir hier irgendetwas? Ich glaube, hiervon kann man nichts nehmen. Die wollen ja einen Clown haben. Dann geben wir nochmal dem Clown seinen Hut zurück. Weil die haben ja nach Accessoires gefragt. Das könnte klappen. Versuchen wir es mal. Zum Spa, Cocktailbar. Datasette 3 war das, meine ich. Bravo! Großartig! Ja. Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. So, können wir jetzt bitte mal miteinander reden? Bitte? Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Ich brauche die Audienz heute. Und du sollst sie bekommen. Immerhin habe ich die Situation hier endlich wieder im Griff. Sag mir einfach Bescheid, wenn die anderen beiden soweit sind. Und bis dahin genieße ich mein Essen und Trinken in geselligem Ambiente. Na, Prost, Mahlzeit. Ich hatte die anderen beiden noch. Ich verlange nur, ich brauche. Und du immerhin sag und bist. Na, Prost. Was? Oh, nee, ne? Nö. Okay. Können wir den jetzt hier wieder reinladen? Was soll das denn bitte sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja, das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Wer hat sein Vieh wieder? Welch? Dann gehen wir jetzt zu unserem Computerkern und laden den letzten hoch. Und dann sollten wir endlich weiterkommen. Dann haben wir die drei endlich überredet. So. Bitte. Chillout Zone. Nanu, was ist denn hier passiert? Hallo? Hä? Komisch, alle weg. What? Können wir jetzt hier rein, oder? Oder ist hier jetzt drüber gefasst? Nein. Jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen! Schnell, komm rein! Au! Ist das eng! Und bah, so glitschig. Jetzt! Sie sind noch da draußen! Wer ist da draußen? Phiolox! Sie sind überall! Wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das frage ich mir auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn. Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Ich wüsste einen Weg. Ach du,
Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum ältesten Rad? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. So bekomme ich das nie auf. Was haben wir hier alle? Ach du Scheiße. Schweißperlen. Was soll das denn? Ist das ekelig. Anna. Schlechte Idee. Kohle? Komm hier nicht weg! Wasserkelle? Ich komm hier nicht weg! Haben wir noch irgendetwas? Das kann nichts. Was soll das denn? Ist das... Bah. Und nun? Bah. Bah. Das kann nichts. Was haben wir denn hier noch? Boah. Glitschiger geht nicht. Oh. Geht er? Hey, findest du das lustig? So bekomme ich das nie auf. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Können wir die Wasserkelle nehmen? Geht's nochmal auf. Was können wir jetzt mit der Kohle machen? Können wir das irgendwie auf das Handtuch legen? Jetzt jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Ja, dann gehen wir doch mal. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Da geht der Waffelstand. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Hier ist die Hölle los! Wissen wir schon. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Oh nein, nicht schon wieder Ronny. Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Wartet, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Komm schon. Nicht doch die Champagner duschen. Komm schon. Wir glauben an dich. Nicht doch die Champagner duschen. Sie sind schon im Koi-Aquarium! Sie sind schon im Koi-Aquarium! Wir glauben an dich! Elysium Minigame. Zu spät! Sie klettern die Mauern hoch! Schnell! Lies vor! Geht ja schon los! Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer! Sie kommen durch den Liftschacht. Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Sie haben mein Bein. Beeilung. Hä? Moment.
Da! Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell! Ah, jetzt haben wir den. Ah! Jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Oh, verdammt. Jetzt beeil dich, Rufus! Terminal, schnell, schnell, schnell. Ich weiß es, ich weiß es. Hey! Das Gespräch hier soll jetzt. Aha! Nennen wir das mal P wie verdammt! Goal? Ja? Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Okay. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. So. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun... Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Ja. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Es fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2. Klytis? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Ja, womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Crème de la Crème. Der Rest ist... Genau, wie der da. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum, das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow, das klingt aufregend. Was können wir tun? Fanzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Dort steht mein Chronokar. Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Dies ist der erste und vermutlich auch letzte Tag deines Lebens. Soll ich mich etwa darüber freuen? Ja, aber halt nicht so lange. Der Tag hat nur 24 Stunden. Die Uhr tickt. Dies ist der... Soll ich Der Tag hat... Was
sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürften gar nicht hier sein. Heiliger Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Vuloks getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Brave Vuloks, gute Vuloks, überhaupt nicht hungrige Vulokchen. Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein, das wollte ich den Vuloks überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Vuloks zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallsphären oder Wall. Denkt nicht einmal dran. Und jetzt springen. Festhalten. Nein, stopp. Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja. Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt. Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen, ohne dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen oder Vuloks werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Vuloks, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen, wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvak schaffen? Dann ist es halt knapp. Na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Also das ist schon wohl die Höhe. Ja, komm. Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Au! Au? Geben. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Vulok verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Ich wollte nach Elysium? Check. Ich wollte die Welt retten? Check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Aber niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Also, wo geht es nach Kuvak? Ja, wir haben Gold wieder bei uns. Juhu, ich freue mich und wir haben gar nichts. Prophet. Schaut mal, Kinder. Es ist Kifke, das verschollene Mitglied der Meißelmännchen. Dann sprechen wir nochmal mit dem Prophet. Okay, Prophet, wo geht es nach Kuvak? Ah, da bist du ja wieder. Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim 4/3 Gebot. 4/3? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Man könnte fast von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Wie wär's mit, du sollst den
langweilen deinen Nächsten. Wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... Hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Und das Blaue? Schön, wenn der beste Freund von dir dann auch noch Sigi heißt. Super, der Sigi aus der Knettherapie. Ich freue mich. Wie wär's mit, du sollst dich leicht beeinflussbaren dein Weltbild aufquatschen? Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen? Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen. Wie wär's mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen? Ha! Guter Versuch. Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Oh, das gefällt mir. Es ist prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuwu und Kikeriki für Obdach Moses! Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht zu viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen im zweiten Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Wie ich es mir gedacht habe. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Ja, gut. Aber ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.